Herzlich willkommen zu die nächste Folge von Black Mesa. Hier bei mir, Dave, den Analphabet. Die letzte Folge war ja schon ziemlich aufregend an manchen Punkten. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt wird. Nicht lange quatschen, wir machen halt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und los geht's. Okay, hier sind wir hochgekommen. Hier können wir nicht rein. Da war nichts drin. Das sieht mir zu clean hier aus. Einfach mal alle Kisten kaputt machen. Vielleicht befindet sich da ja irgendwas supermäßiges. Ja, komm her. Ich hab dich schon gesehen. Hä? Ja. Muss doch einen Grund haben, oder? Was für ein Schacht. Dupdudu. Alter, wie lang ist der Schacht? Okay, dann. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so Premium ist. Ich hab ein ungutes Gefühl. Ich hab was gehört und das gefällt mir nicht. Okay. Jetzt müssen wir noch tiefer in das ganze Geschehen rein. Oh, wollen wir das? Ja, wir wollen. Oh je. Ja, okay. Oh no. War ja schon fast zu erwarten bei so einem Fahrstuhl. Oh Gott. Ja, komm her. Sind aber viele hier. Wie viele kommen da bitte schön? Wow. Diese Bonbons, die hier runtergeschmissen werden. Nur ungesunde. Hört mal auf hier. Alter, da werden irgendwie immer mehr, oder? What the fuck is going on? So, ist jetzt mal Schicht im Schacht da oben. Oh Mann. Ah, sowas kann man auch zerstören. Okay, gut. Yay. Jetzt mal Drogen einflößen hier. Oh, hoffentlich ist es nicht unter Strom. Obwohl, das hätten wir wahrscheinlich safe gesehen. Ja, okay. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja hier irgendwas Munitionstechnisches. Okay, vielleicht war das ja eine Munitionskiste. Ja, irgendwie schon. Okay. Wow. Was war... What the fuck?
Was war das bitte? Wir müssen nicht ernsthaft. Nein, oder? Wir müssen doch nicht wirklich darunter. Nee. Ich sehe auch noch eine andere Möglichkeit. Mein Gott, was für eine Nummer hier. Ich hoffe, wir müssen nicht hier den Spielen sehr viele solcher Aktionen machen. Dass wir durch sowas rumkriechen müssen. Lass mal gucken. Erstmal schauen, was wir hier jetzt sehen. Ne, wir gehen den anderen. Hab irgendwie da ein sicheres Gefühl dabei. Oder nicht? Oh oh. Ich glaube, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, weil der Ausgang ist wahrscheinlich hier drüben. Okay, ich habe nichts gesagt. Mal gucken. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist schön. Boom. Ah, jetzt sind wir full. Okay, was das auch immer für ein Vieh ist. Am Anfang haben wir es schon mal gesehen. Ich weiß zwar nicht, ob wir da noch mal hin müssen, aber ich versuche das Vieh mal umzumieten. Okay. Ich glaube, das wird noch mega interessant für uns. So, dann müssen wir hier jetzt runter. Ist auch nur der einzige Weg, der noch ein bisschen sicherer erscheint. Okay. So. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment hinter den Kisten oder Fässern wäre irgendwie ein Vieh gewesen. Nein, ich bin nicht paranoid. Zumindest jetzt noch nicht. Je nachdem, was noch alles hier im Spiel auf mich zukommt. Ja, sieht aus wieder wie so ein komisches Rätsel. Also da hinten ist ein so ein Weg. Ist auch der einzige. Okay. Dann nehmen wir einfach mal den Weg und hoffen, dass er irgendwie hier wieder hochkommt. Ja. Okay. Einfach mal pressen. Ja, Lebensmittel, juckt nicht. Hey, Toilettenpapier. Ja, schon ein bisschen komisch und seltsam. Alles passiert dies. Jetzt will ich mal was wissen. Wie hart die Explosion davon ist. Oh oh. Naja. Vielleicht jetzt nicht so hart, aber wollte ich halt ausprobieren. Ekelhaftes Vieh. Oh. Gut. Okay. Hä? Ach, ein Schraubenschlüssel. Okay. Alles kaputt machen. Kann ja für uns hier nur gut sein, falls da was drin ist. Oh. Oh. Nein. Das erinnert mich so ein bisschen,
bei Lara Croft 2, da musstest du auch sowas ungefähr machen. Also wenn ich das vermute, was wir jetzt wirklich hier machen müssen. Holy moly. Und es sieht sehr danach aus, als müssten wir hier springen. Zur Kiste oder Container zu Container. Okay, ich will hier nicht rein. Will nicht springen. Aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Die Frage ist, fängt man echt von hier aus an? Ich glaube, da speichern wir mal lieber. Okay. Sprung für Sprung. Oder Step by Step. Nein! Okay, tot. Gut, das hat ja ganz gut funktioniert für uns. Dann nochmal auf ein neues. Jetzt kriegen wir es hin. Yay. Und jetzt da drauf. Okay. Ja, okay. Einmal gestorben. Egal. So. Sieht mir alles so verdammt gleich aus. Bin immer leicht. Okay, ich wollte sagen, ich bin immer leicht irritiert, ob ich schon mal hier war oder nicht. Och, naja, egal. Hat das Vieh nicht anders verdient. Seltsam, ein Gegner und jetzt war's das? Okay. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Gut. Nimm dies. Oh, fuck. Ja, mit Schockwellen ist es ganzes Vergießen. Oder zumindest hat er noch keinen Schaden so wirklich verursacht. Muni oder so hier drin, außer Gegenstände. Okay, das können wir nicht zerstören. Hat das einen Grund? Nein. Hier hinten vielleicht noch was? Nein. Okay. Dann fahren wir mal den Fahrstuhl rauf oder runter. Hello. Oh, nett, wenn sowas. Einen empfängt. Okay, hier können wir nicht durch. Ja. Wahrscheinlich hier im Wandloch durch. Dann gehen wir erstmal hier hin. Gucken. Eieiei. Oh, fuck. Okay. Stirbt ihr Shit. Wow. Ernsthaft? Für einen dieser Dinge? Das kann ja uns nur hilfreich sein, eventuell. Obwohl, hier sieht es nicht danach aus, als wäre das was Gutes. Für das Ding sind wir jetzt hier losgelaufen. Deswegen schleppe ich jetzt einfach, also hierhin gekriegt sozusagen, nehme ich das Ding jetzt einfach mal mit.
Und es leuchtet wenigstens auch schön. Alter, das leuchtet aber wirklich schön. Okay. So, dann sind wir bestimmt in den Raum, wo der Typ gerade eiskalt aufgegessen worden ist. Ne, lass mal stecken. Oh, Gordon. I had known it was you. I would have let you in. Everybody's heading for the surface, but I think they're crazy. If we stay put, someone is bound to come and rescue us. Right? You do have more ammunition, correct? Ja, hab ich. Wie ekelhaft, wie sich das noch weiter bewegt. Oh toll, war das wirklich so gut? This all went to rack and ruin rather quickly, don't you think? Ach ja, stimmt ja, wir mussten ja wegen das hier das ausschalten, sonst wären wir ja hier nicht weitergekommen. Ha. Da lassen wir den scheiß Teil hier. Kein Bock, da die ganze Zeit mit rumzuschleppen. Na, hast mich aber ein bisschen überrascht. Oh Mann. Ist wieder so ein ekelhaftes Vieh. Müssen wir doch bestimmt Safe Call rein, oder? Später. Lieber mal vernichten. Okay. Das klingt positiv. Zumindest das, was ich verstanden habe. Oh, what? Es heilt uns? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ohne Scheiß. Nimm einfach den Shit. Hinter jeder Tür könnte was sein. Wer weiß, wer weiß. Oi, oi, oi. Ja gut, wie es weitergeht. Seht ihr dann in der nächsten Folge.
Ich hoffe, es hat euch die Folge wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder eine Bewertung oder irgendwas anderes, wie ihr das Spiel so findet. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.